Falls nicht, können wir da easy reingehen. Na gut, easy jetzt nicht ganz, aber... Was haben wir da drüben noch? Da noch ein paar Wachen. Oh, immer das Run-Trigger, bis du das... Ja, das ist eine Alarmanlage, ist super. Die müssen wir kurz platt machen vorher. Nein, da kann man nicht mit dem Feuerpfeil drauf schießen. Das ist eine ganz blöde Idee. Hatte ich auch mal Spaß gemacht. Wo es ja schon sabotiert war. Das war nicht ganz so klug. Jetzt komm, Cassidy, lauf mal. Wir haben niemanden mehr. Hallo. Hopp hoch. Nein, 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 nein. Oh Gott, die übertreibt sie immer gleich mit dem Klettern. Uff, die Tante immer, ich sag's euch. Mach ich mir der echten Herzinfarkt. Hallo? Achso, aufheben. Nee, möchte ich nicht. Ich kann mal auf Anhieb killen, ist immer so ein Problem. Aber den. Uff. Köpfe runter! Treffer! Ach, der kommt da lang, schade. Ja, egal, wir können ihn gleich überraschen. Ich gebe Alarm! Nix da. Komm her. Es gibt ein Schild, Herr Bruder. Echt? Okay, hat sich erledigt. Die beschweren sich, dass einer runtergefallen ist. Total geil. Ey, da liegt mir voll in meinen Tomaten drin. Da oben haben wir noch einen, den müssen wir aber auch noch kurz loswerden. Bogenschlacht verfügbar. Okay, ist ja ganz so geklappt, wie ich wollte. Huch, ich geh mal kurz weg, ich brenne ja. Au! Ja, natürlich brennst du, weil ich das so will. Tut ja weh. Vor allem, das hört gar keiner, dass er so schreit und es ist halt brennt. Naja, gut, egal. Baseball mit dem Gesicht. Was haben wir da Feines? Haben schon einige Habseligkeiten, der Kollege hier, du? Nicht schlecht. So. Startschatz plündern. Ja, gut, 3000 Drachmen, das ist gar nicht so viel. Wo haben wir denn noch wen, den wir noch eliminieren müssen? Bis es ein bisschen sauberer wird. So, den zumindest. Zu dir kommen wir gleich, Kollege. So. Zack. Mal ein bisschen Leder raus. Da haben wir noch eine Kiste. Ein bisschen Schatz, machen wir es auch noch kurz. Okay, haben wir dich. Haben wir dann alles hier? Kriegsvorräte fehlen noch und ein Schatz. Ah, da unten, okay.
So. Shake, shake. Ich find's witzig. Nein, nicht runterklettern, Bruder. Das mal so machen. Ach man, ich will da auch noch ein... Oh, halt durchsuchen. Ui. Ich will nicht noch eigentlich auch runtertreten. Aber gut, dann halt nicht. Dann haben wir gleich den Typ. Dann haben wir hier alles abgegrindet. Alter Vater. Was sagt man eigentlich, die Athener waren arm, ne? Ich glaube, die wissen nur gar nicht mal, wo sie ihre ganzen Schätze versteckt haben. Jo, auch für mich. Jo. Eher brennen. Tschüss. Errungenschaft, halbgöttlich. Okay. Dein Können. Du kannst jetzt dein Können verbessern. Fähigkeitspunkte können in statistischen Vorteilen investiert werden, die zu Boni durch Waffen und Rüstung hinzugerechnet werden. Du kannst dein Können auf der Fähigkeitenseite einsehen. Oh, yes. Das schaue ich euch jetzt gerade mal nach. Nein, Fähigkeiten zurücksetzen. Hier, dein Können. Ah, Fernkampfschaden bei Angriffen von oben. LOL. Jägerschaden, Speerschaden, Stabschaden, Chancen auf kritische Treffer, kritischer Schaden, Kopfschussschaden, Schaden bei aufklärenden Angriffen mit Bogen, Aufleitermut des Bogens, Schaden mit dem Bogen bei entfernten Zielen, Gift- und Brandeffektivität, Adrenalin bei tödlichen... Okay, cool. Jetzt war einiges. Krieger. Chancen auf Betäubung bei Nahkampftreffer. Nahkampf. Aufladetempo. Gesundheit wiederhergestellt durch erfolgreiches Parieren. Das kannst du vergessen. Schaden durch Paraden. Schaden und Gesundheit in Eroberungsschlachten. Okay, Kriegerschaden. 2% mehr. Chancen auf griechischen Treffer bei niedriger Gesundheit. Griechischer Schaden bei niedriger Gesundheit. Höchstleistungsfähigkeit. Schaden. Schaden gegen Spartan. Nee, braucht man nicht. Gesundheit an sich, Gesamtrüstungswert. Da war ich jetzt mal dabei. Warte, da war ich mal echt alt. Warte. Gibt's auch noch, Nahkampf, Feuerschaden, Rüstungsdurchschlag. Das war natürlich auch sexy. Schaden pro bekämpften Gegner maximal 2,5%. Okay. Stand bei niedriger Gesundheit. Gesundheit bei Höchstleistungskrieger, Krieger, Chaos. Nein, Attentäterin. Schwächender Effekt von Gift. Okay. Schön wäre es halt gewesen. Giftschaden. Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken, das ist natürlich auch gut. Schaden geliebte Gegner. Ah. Oh Gott, das ist alles abgegradet. Uff, Level 9000 incoming. Seht ihr, ihr unbedeutenden Menschen? Mich, den großen Empedokles, sperrt man nicht ein. Betet mich an und ich gewähre euch eine Audienz bei den Göttern. Okay. Legt die Waffen nieder. Ich biete allen, die mir folgen, eine Audienz bei meinen Brüdern und Schwestern. Okay. Die Götter bluten nicht. Also solltet ihr besser eure Waffen niederlegen. Lasst ab von meinen göttlichen. Erblickt meine Form, Sterbliche. Seht mein göttliches Geschenk. Und erkennt, dass ich die Wahrheit sage. Du musst mir nicht für deine Rettung danken. Deine Drachmen sind mir Dank genug. Ich? Dir danken? Hier? Ohne Publikum? Nein, meine heroische Freundin. Die Bühne ist nicht bereit. Unsere Vorstellung mangelt es an der wichtigsten Zutat. Dem Publikum. Ah. Triff mich bei meiner Statue, damit wir fortfahren können. Ja, okay. Folge Empedokles zu seiner Statue. Und schon sind wir da. Wo ich herkomme, wird etwas anders gebetet. Wir töten niemanden wegen seines Glaubens. Wir zeigen Respekt. Respekt verdienen Götter, nicht die, die sich als solche ausgeben. Kannst du denn einfach umbringen? Die Welt ist voller Zwietracht. Ja, aber auch Liebe. Nehmt sie an. Nehmt mich an und ich werde euch persönlich meiner Familie vorstellen, den Göttern.
Eine schwere Entscheidung jetzt. Wenn jeder nackt Eingesperrte zum Gott erklärt würde, wäre das Pantheon völlig überfüllt. Vielleicht ist Empedokles ein Gott, vielleicht nicht. Ich weiß aber sicher, dass er keine jungen Männer totschlägt. Ich bin stolz, dir zu folgen. Brüder und Schwestern von Kythera, folgt mir. Glaubt ihr, ihr könntet Aphrodite ungestraft verraten? Du magst nicht an meine Göttlichkeit glauben, Söldnerin. Doch ich glaube an etwas Göttliches in dir. Und dass wir es nutzen können. Selbst Götter arbeiten nicht umsonst. Natürlich. Wofür sonst sollte ich meine Drachmen ausgeben? Kleidung? Natürlich nicht. Warum auch? Vielleicht ja mal, kannst du mir bei noch etwas helfen. Ah. Ich helfe dir. Wie oft kann man schon einem Gott helfen? Meines Kalibers? Wohl nie. Komm, meine muskulöse Freundin. Wir haben viel zu besprechen. Doch zuerst... Also, du bist nicht der Gott des Auf-den-Punkt-Kommens. Die Ähnlichkeit ist wahrlich erschreckend. Meinst du nicht? Erschreckend? Ja. Das trifft es. Was brauchst du? Ein Gott braucht keine Hilfe. Aber um ehrlich zu sein, ich habe Probleme mit meinen Brüdern und Schwestern. Den Göttern? Eher Familienprobleme. Als ich damals auf Kythera ankam, wurde ich für meinen Glauben eingesperrt. Man nahm mir mein purpurnes Himation und mit ihm eine ganz besondere Scheibe, den Schlüssel zu meinem Familienanwesen. Und du willst diese Scheibe also zurück? Natürlich! Ich hab doch gesagt, sie ist ein Schlüssel! Sie öffnet die Tür zu den Göttern persönlich! Sie muss mir zurückgegeben werden! Aber dann Gottes kann das sich eigentlich selber holen, aber ich meine nur, ne? Du sagtest, der Dieb des Himation hat dich am Hafen abgefangen. Weißt du, wo er sich gerade aufhält? Er und seine Wachen patrouillieren auf Kyteras Straßen. Doch am liebsten schubst er Neuankömmlinge herum. Okay. Die Götter würden sich doch besser schützen als mit einer Tür, die man mit einer Scheibe öffnet. Oh, aber du solltest die Tür sehen, Söldnerin. Etwas so Schönes kann kein Sterblicher erschaffen. Und meine Brüder und meine Schwestern. Ich höre, wie sie mich hinter der Tür zu sich rufen. Ach, wie romantisch. Also trotzdem, wenn dann Gott will, können sie es selber machen. Aber ist okay, es... Wie sind deine göttlichen Brüder und Schwestern denn so, Empedokles? Wie alle Geschwister. Liebevoll. Und voller Zwietracht. Sie sahen, wie ich ein Lamm aß. Und warfen mich raus. Aber unter uns, dieses Lamm, war es wert. Na, wenn du meinst, dann kommt zur Sache. Götter warten auf niemanden. Geduld ist keine unserer Tugenden, nein. Wirst du helfen? Mhm. Die Scheibe scheint wichtig zu sein. Ich werde den Dieb finden und sie dir zurückbringen. Dankeschön. Aber scheiße, eine gestorben ist, echt. Es wäre nicht notwendig gewesen, dass sie ihn einfach abschlachtet. Wie so ein Stück Fleisch. Wir müssen eilen! Schon in der Nähe? Hä? Wo denn? Gefunden. Keine Zeit, Söldling. Ach so. Ja, was denn? Ich bin doch schon dabei. Chill deine Basics, Kind. Ich muss aber erstmal ausspionieren, wo der herumlungert, der Vogel. Was haben wir da unten noch eine Aufgabe? Was? Vielleicht könnten wir was parallel erledigen. Was hast du getan? Du bist ein Mörder! Was ist denn hier jetzt wieder los? Eine Söldnerin? Ja, da kommt mir bekannt vor. Du wirst für deine Taten bestraft werden. Ich habe deinen Sohn nicht ermordet. Das war ich nicht. Die Götter schicken dich, um mir zu helfen. Nicht wahr? Dieses Verbrechen bleibt nicht ungestraft. Sag mir, was du brauchst. Nemesis hat mein Flehen erhört. Was ist geschehen? Mein Sohn wurde im Porphyra-Lager ermordet. Sein Kopf wurde zerschmettert. Uff. Es war Kyteras Anführer. Ich hörte sie im Lagerhaus streiten. Warum bist du nicht eingeschritten? Du lügst. Geh zum Lagerhaus und finde heraus, wer meinen Sohn ermordet hat. Er verdient Gerechtigkeit.
Dieser Mord wird nicht ungestraft bleiben. Sobald ich mit dem anderen fertig bin. Welche Beweise hast du gegen den Anführer von Kythera? Dein Sohn hat sich mit seinen Töchtern eingelassen. Mit allen vieren. Töchter, ich hab's ihm verboten. Ich sagte ihm, was für ein grausamer und rachsüchtiger Mann der Anführer ist. Ihr Reichtum hat ihn geblendet. Sieh in der Festung nach, welche Geschenke sie ihm machten. Mhm. Warum glaubst du, dass er es war? Wir nahmen ihn auf und gaben ihm Arbeit. Aber er hat uns bestohlen. Mein Sohn entließ ihn, warf ihn hinaus. Ja, ich hab gestohlen, doch ich könnte niemandem was antun. Du hast ihm etwas angetan, als du ihn betrogen hast. Das beweist noch gar nichts. Wo finde ich das Lagerhaus? Am Ende des Hafens. Es sieht jetzt aus wie ein Schlachthaus. Ja, okay. Ich gehe zum Lagerhaus und werde mich umsehen. Finde heraus, wer der Mörder ist, Söldnerin. Ich sorge dafür, dass der Hund nicht wegläuft. Ich bin unschuldig. Du wirst sehen. Ja, sehen wir ja dann. So, was willst du? Gibt es etwas, bei dem eine Söldnerin helfen könnte? Eine Kiste guter Wein ging auf See verloren. Piraten versenkten das Händlerschiff. Ich brauche den Wein für mein Festmahl. Du könntest ihn wiederhaben, wenn dich das Wasser nicht stört. Nur besonders Mutige würden sich jetzt in dieses Gewässer wagen. Die Piraten befinden sich immer noch in der Nähe und ich hörte von Haien in der Nähe des Hafens. Ich soll all diese Haie töten. Ich hab dich wohl richtig eingeschätzt. Ich kümmere mich darum. Dann kann ich ruhig schlafen. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Ich kann habe. Nicht versprechen, dass wir die Haie alle killen, ne? Ich will es so angemerkt haben. Oh, Malaka, dieser Gestank. Was machen Wer die? Hätte gedacht, dass so teurer Farbstoff so stinken kann? Ach, Purbo machen die? Ja gut, okay. Das ist der richtige Ort. Und ein grüner Sessionspunkt haben wir hier. Sexy. Prokotest, nehme ihn an dich. Ja gut, dann können wir auch kurz da nach hinten gehen, wenn wir schon mal dabei sind. Hüpf, und hüpf, und hüpf. Erdeck, Kores Kran. Wie man schon mal da sind. Dürfen wir überhaupt sein? Oder gibt es wieder Stress? Das ist halt gut ein Sync-Punkt, das ist aber... Dann dürften wir doch. Nee, da dürfte nichts ausmachen. So, und hoch mit uns. Und alle hüpf und alle kletter. Dann wieder 2 Minuten lang Vogel beim Umkreisen zusehen. Ach ja. So sollte das Wasser in Chaskos 4 aussehen. Dann wäre ich mega glücklich. Apropos, die haben mir gesagt, es gab ein Update und es ist schon voll hübsch geworden. Ich hab's ja vor einer Weile installiert gehabt. Schmeiß weg den Scheiß. Ganz ehrlich. So ein. Doof gelabert. Da ist gar nichts hübsch gemacht worden. Sieht immer noch beschissen aus wie eine PNG-Datei. Ah, hier. Achso, müssen wir hier untersuchen. Stimmt ja. Das muss die Mordwaffe sein. Sie ist voller Blut. Und sehr schwer. Der kleine Kerl könnte sie nie im Leben hochheben. Nee, mit seinen Spaghetti-Ärmchen da. Never. Nicht viel Blut. Der Schädel wurde zertrümmert. Vermutlich mit einer stumpfen Waffe. Ja, die hat mir schon angeschaut. Das war das Problem. Das Armband sieht teuer aus. Es könnte ein Geschenk der Töchter sein. Oder ein Versuch, den Anführer anzuschwärzen. Ah ja. Haben Sie Probleme, Sir? Ich bin Ihre Detektiv Cassandra Steen. Warte mal. Müssen wir jetzt noch was machen für die Quest? Sprich mit dem Vater und so. Ja, okay, gut, den haben wir schon mal alles. Wenn wir schon mal auf dem Rückweg sind, ne? Oder in der Nähe waren. Das Pupo-Produktion. Warte mal. Achso, das machst du klar aus. Was machst du denn jetzt nochmal? Seesterne? Keine Ahnung. Jungs, was geht? Ach, die jungen Kinder beim Spielen zu. Ist aber einer von denen. So, Sir, ich habe hier Sache für Sie. Was hast du herausgefunden?
Ich durchsuchte das Lagerhaus und fand ein Goldarmband und eine schwere Steintafel voller Blut. Siehst du, ich sagte, du findest Geschenke von den Töchtern des Anführers. Das beweist nicht deine Unschuld. Und was ist mit der Steintafel? Tafel? Ich weiß von keiner Tafel. Söldnerin, wer hat meinen Sohn ermordet? Dieser Wurm oder Kyteras Anführer? Wenn der Anführer so stark ist, wie du sagst, dann hätte nur er so eine schwere Steintafel hochheben können. Dieser dürre Dieb hätte das nie als Waffe einsetzen können. Dann töte Kyteras Anführer. Du wirst bezahlt, wenn er nicht mehr atmet. Und sorge für eine langsame und qualvolle Hinrichtung. Okay. So wird es geschehen. Danke, dass du meinen Namen reingewaschen hast. Kein Ding. Ja, für von Kyteras. Ja, jetzt gehen wir erstmal kurz zurück, machen uns mal eigentliche Quest. Und dann machen wir das mit Kyteras für C. Finde den Schlüssel zu Empedokles und nimm ihn an dich. Kasmice, hi, was geht? Ach, hallo, sehr gerne, meinem Herrn auf YouTube. Wir streamen parallel gerade wieder ein bisschen Assassin's Creed. Und Lauf 234, Lauf 234, Lauf 234. 170 Meter? Ich überlege gerade nur. Ach, bitte nicht wieder ein Lager oder so ein Scheiß. Gurre, gurre. Unbekannter Anführer oder sowas entdeckt. Ah, da drüben, okay. Komm, Tweety, flieg mal. Weiß nicht, ich spiele noch Loops of Overwatch. Hab das auch mal vorhin schon gespielt und da war irgendwie wieder so Crabmates unterwegs. Der ist da vorne. Anführer entdeckt. Tjof irgendwas. Ach, da kommt ganz regulär in die Stadt rein. Ich wollte schon die Marke dann. Ja, genauso wie immer. Das trifft sehr gut. Guck mal, da ist Hundi. Hundi rammelt mal an. Das stinkt wie verrottete Hundeleber. Aber ich will verflucht sein, wenn ich damit nicht wie ein Gott aussehe. Kann man mit dem reden? Besteht sie aus Schneckeninnereien, Sir? Herr. Ich trage Schneckengedärm. Ach, ich muss den töten. Hey. Von Silber auf Blatt geprügelt. Kann ich mit ihnen reden? Ah, nee, das mit dem Reden war jetzt gerade nichts. Wollte eigentlich fragen, ob ich ihn einfach nehmen kann, oder, aber gut, müssen wir da niederklopfen. Ja, da brennt voll ein Steeler. Da kann man schon sagen, wir haben ihn nicht ermordet, ne? Jetzt warte mal kurz. Dann kriegt er Feuerschaden. Scheiße, jetzt brennt er nicht mehr. Nein. Doch. Scheiße, Mann. Er braucht Feuerdamage. Wenn wir jetzt zuhauen. Ah, ich hab ne Idee. Wartet. Explosionsschaden. War nicht von uns. Ist nur ein Freund von mir, der ist verletzt. Ich muss ihn zum Arzt bringen. Alles gut. Nichts passiert. Ich bringe ihn nur zum Doc schnell. La 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 la. Die haben es nicht mal gesehen. Jetzt kommt man weg. Easy mit Reaper. Ja, gut, okay. Das wundert mich auch nicht. Na, das konnten wir zum Glück gut unsere Tarnung bewahren, ne? Ist keinem aufgefallen, dass wir da eine Schlägerei eingezettelt hatten. Die sind alle bewusstlos, keine Sorge. Ah, wie sie stolziert. Ah. Diese Selbstsicherheit. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es gibt zwei Götter auf Kyteras. Ich hab deine Scheibe. Preise mich. Offenbar habe ich durch dich gewirkt. Offenbar. Und treffen wir jetzt die Götter? Ich würde dich gern meiner Familie vorstellen. Natürlich nur, wenn du bereit bist, mitzukommen. Natürlich. Das dürfte interessant werden. Das, meine liebe Söldnerin, kann ich zweifelsfrei garantieren. Einen Moment, ich wende mich an mein Publikum. Frohlocket, denn ich, euer bescheidener Gott,
Stelle euch meinen Brüdern und Schwestern vor. Athena erwartet dich. Ares verlangt danach, dich zu sehen. Ein großes Versprechen. Du zweifelst? Ich zweifle nicht an der Freude deiner Anhänger. Ihre Treue wird belohnt werden. So wie deine. Wir setzen Segel zum Golf von Korinth mit all seinen Geheimnissen. Okay. Triff uns dort und sieh es mit eigenen Augen. Deine Geschwister? Okay, das ist aber interessant. Das will ich sehen. Fahrtwürdig. Jetzt ab, gib die neue Quest her. Treppe zum 9 Kilometer! Echt jetzt? Wo ist denn das? Ja, PogChamp, uff, ja gut, okay. Schnellreise, ja, kann man da machen. Dann schauen wir mal, klären wir, ob wir da nicht irgendwo noch eine Quest in der Nähe haben. Wir haben schon mal da so weit wegreisen. Ist ja Katastrophe, Alter. Übel. Ja, komm, reise mal 10 Kilometer. Easy, oder was? Einmal durch Berg und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungspfahl. Dingel, 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 dingel. Sorry, es muss gerade. Athener Boden. Mach's weg. Ist ja voll widerlich. Gittigit. Das. Teddybär! Wer wohnt in der Erde? Ganz tief im Boden. Teddybärchen. Oh, 53 Damage. 53.000. Teddybärchen. Oh, ist kaputt. Gib's Leder her. Hab. Her damit. Eigentlich bin ich ja so, dass ich so ihnen sage, hey, donate Leder, alles cool, ne? Aber, dann ist sie wieder gewährt. Kriegt halt wieder aufs Maul. So, Eisen mitnehmen. Wir haben schon mal hier so viel grinden können. Machen wir das gerade. Brauchen wir ein bisschen Material fürs Bootausbau. Apropos Boot, da wollte ich gerade fragen. Hat sich aber erledigt. Hui! Ach, die läuft runter, schade. Jetzt fand ich ein Origins toll. Da konnten wir die Pyramiden so runtersegeln. Oh, voll fett. Los, Feuer! Tschukka, 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 tschukka. Mit diesem Boot sollte ich nicht weiter raussegeln. Was heißt weiter raus, Mann? Wir fahren zur Insel rüber. Das ist auch so eine Scheiße von Odyssey, was wir da gemacht haben. Warum kommen die denn einfach her und sagen, gut, okay, von Insel zu Insel so ist okay, ist alles cool. Aber nicht mehr. Neuer Ort entdeckt. What the fuck? Wo ist hier wieder ein mystischer Ort? Tekton? Was ist los, Bruder? Die Götter schicken. Ich kenn dich doch. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten, sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, rette ihn. Ich werde dir bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrt uns. Sag mir aber was. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Okay. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Gut, wir finden bis dann. Die Piraten und retten deinen Bruder. Gut, hätte man das auch geklärt. Aber alter Vater, warum ist denn wieder so ein mystischer... Ich dachte so, ja gut, okay, Troll am Start, ne? Easy, aber dass er jetzt hier voll ernst macht mit, hey, No! Da kannst du nicht hoch. Nein, kann man nicht. Ach.
Uff, muss los. Korre, korre! Ja, da müssen wir runter. Müssen wir durch. Okay, wir haben sexy Unterwäsche, das ist der Hammer. Ein Schatz geplündert. Spuren, irgendwas, Gürtel, Gedöns. Das ist nicht von dieser Welt. Si, Senorita. Meine Brüder und Schwestern. Da foltert heute aber jemand. Dieses Temperament erkenne ich überall, Ares. Keine Angst, Bruder. Ich werde bald bei dir sein. Bitte, meine Familie, lasst mich heimkehren. Siehst du? Sie sind hier. Die Götter sind hinter dieser Tür. Hör nur. Ich wollte wirklich nicht so lange fortbleiben. Keterra ist, naja, wenn ihr irgendwo eine neue Plage ausprobieren wollt. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Sie? Das ist Tarnung, meine fantasielose Freundin. Um jene zu täuschen, die nach dem Glanz dahinter suchen. Wieder ein Bossmonster. Du hörst sie auch. Da ist irgendwas. Und was auch immer diesen Lärm macht, muss 2 bis 3 Mal größer sein als ein Mensch. Schnell die Scheibe, öffne die Tür. Sie erwarten uns schon. Was auch da drin ist. Ich bin bereit. Naja, wir haben schon Minotaurus gekillt. Von daher. So, aber ich bin gleich wieder da. Sekunde bitte.